Ende des Vakuums. Ach Gott. Himmel, Arsch und Zwirn, war das laut. Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Ah, ist dann nur die Frage, ob die Gute denn trotzdem überlebt, mein Freund. Nur weil du sie vom Schiff schaffst, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr Überleben dann zu 100% gesichert ist. Also so würde ich das jetzt sehen. Gut, ja, erstmal erkunden. Textlog, ja, hier wieder was zu lesen für euch. Oh, Energieknoten. So, mein Gott. Was für ein komisches. Besteht das aus Menschen, das Zeug, oder? Himmel. Ekelhaft. Sehr, sehr ekelhaft. Möchte ich da nur mal anmerken. Das hört sich definitiv nicht gut an. Ach Gott. Ja, tut mir leid, Dude, aber... In solchen Zeiten muss man einfach auf Nummer sicher gehen. Na, seht ihr, jetzt finden wir hier ganz gut Munition fürs... Oh, Munition für den Ripper, nur den haben wir nicht. Also brauchen wir es nicht. So. Ach Gott, naja, bevor hier jemand noch epileptische Anfälle kriegt, du. Stase-Pack. Hier ist auch Stase. Eieiei. Meine Frage, wer packt denn bitte solche Viecher in eine Kiste? Hier brauchen wir auch eine Energie. Ah, habe ich gerade einen Energieknoten? Ja, ich habe gerade einen Energieknoten. Schemata, Ripper klingen. Weg damit. Weg damit. Noch irgendwas, was weg kann?
Okay, wir haben jetzt zwei Schematas. Wo haben wir denn den nächsten Shop? Okay, wenn wir da durchgehen. Aber die Tür ist zu. Okay. Ah, wunderbar. Problembeseitigung auf die andere Art. Kommen wir da noch weiter? Nee. Gut, dann müssen wir wohl zwangsläufig hier lang gehen. Das ist die geschlossene Tür hier. Was bist du denn für ein Ding? Credits immer her damit. Ripper klingen brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Flammenwerfer haben wir nicht. Und ich zweifle immer noch über seine Effektivität gegen euch Viecher. Weil das sehe ich irgendwie momentan noch nicht, dass das Ding so heftig effektiv gegen euch ist. Explosion, wenn es Granatwerfer wäre, wahrscheinlich, aber. Ich bezweifle, dass das Ding einen Granatwerfer-Mode hat. Okay, Inventar ist voll. Aber Munition passt noch dafür. Ja, ich muss unbedingt bei den Schemata wegbringen. Die nehmen uns sonst. Immerhin zwei komplette Inventarplätze, ne? Nehmen die uns ein. So, jetzt, also jetzt gehen wir aber mal zum. Oder? Ach komm, wir machen jetzt hier, bevor wir. Doppelt und dreifach. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Alles klar. Ich glaube, an dieser Stelle wurde die Effektivität des Impulsgewehrs gut unter Beweis gestellt. Ich
Ich glaube, mit dem Plasma-Cutter wären wir eventuell nicht so glücklich hier davon gekommen. So, noch ein Energieknoten. Auch wenn wir einen mehr oder weniger von gewastet haben. Genau, guck mal. Perfekt. Okay, wir sollen nochmal dahin. Ja. Ach, jetzt können wir das starten. Jetzt hat es warm gelaufen und jetzt. Antriebe werden gezündet. Okay, ich glaube, wir sollten besser hier schnell weg. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geostationär. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Machen wir uns mal auf die Brücke. Munition ist voll. Brennstoff können wir nicht gebrauchen. Jetzt können wir aber mal dieses Goldding und... Oh, warum Brennstoff? Wir haben das Ding doch nicht mehr bei uns. Oder gekauft. Warum kriegen wir da Brennstoff? Ein blödes Mistding, ey. So. Gut, das Impulsgewehr würde ich sagen, behalten wir erstmal. Ach, hier ist ja schon die Brücke, guck mal an. Oder ach, weniger so das Monorail-Ding. So, wieder ein Kapitel abgeschlossen. Kapitel 3. Jupp, wir wollen abspeichern. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal, ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond out. Okay, das mit Hammond ist schon ein wenig strange auf jeden Fall. Da weiß man nicht, was man von dem guten Mann halten soll.
Schon sehr, sehr komisch, das Ganze. Blut und Leichen. Ja, ich wollte gerade noch sagen, schön, dass wir mal eine etwas helle... Meine Fresse, warum? Okay. Gibt's was Neues im Shop? Neuer Anzug-Act? Bitte? Shop.